Film, Alter. Das sieht so gut aus. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Der Arbeit ist zusammen. Wir sind bei KKS Performance in Berlin, wollte ich schon wieder sagen. Großbären. Großbären. Es ist tatsächlich noch hell. Das letzte Mal, als wir hier waren, war mit Marius Golf. Das war eine... Ja. Das ist schon ein paar Tage jetzt her. Ja, aber also das war wirklich, wann sind wir angekommen? Wir waren so wir haben ja erstmal an dem Tag noch den ganzen Trailer durchrevidiert. Ja, du wolltest eigentlich... Anhänger, ich habe es ja gelernt, ich muss Anhänger sagen. Für mich ist es trotzdem Trailer. Und dann waren wir, weiß nicht, ich glaube, wir sind in Hannover losgekommen um 15 Uhr, waren 18 Uhr hier und waren zu Hause wieder morgens um 9, glaube ich, oder um 10. Nee, du warst um 8 Uhr, glaube ich, hier. Ja. Um 12 Uhr waren wir angeplant gewesen, warst du um 8 Uhr da. Ja. Dann haben wir was gegessen und so weiter. Ja, egal. Arbeit ist wieder zusammen. Wir wollen heute einmal abfahren, gucken. Wie, wo, was, etc. Heißt, wir sind jetzt einmal hier, eigentlich aus dem Grund, weil wir natürlich die alte Messung von damals noch haben. Das heißt, wir können perfekt übereinander legen, vorher, nachher. Das wäre auf irgendeinem anderen Prüfstand auf jeden Fall wieder ein anderer Wert. Plus, da ich eigentlich noch einmal die Möglichkeit habe, dieses Jahr zu fahren, eigentlich zweimal, aber nächstes Wochenende, würde ich da gerne mit null Fehlertoleranz rangehen, dass ich mich wirklich aufs Fahren konzentrieren kann in dem Fall. Nicht wieder zwischendurch tippen. Also geändert ist folgendes, Zylinderkopf, komplett bearbeitet und größere Ausgangsventile. Nockenwellen, Ventilfedern, alles andere alt. Okay. Als wir das letzte Mal hier auf dem Prüfstand waren, war auch schon der Turbolader drauf, es war auch schon Titan drunter dran. Das heißt, das war alles gleich. Ich bin der Meinung, wir hätten damals noch die andere Ansaugbrücke drauf. War noch die andere Brücke, ne? So, sonst ist aber eigentlich alles beim Alten. Ja, mal gucken. Verdichtung ist dadurch, dass der Brennraum auch gefräst ist, ist definitiv ein bisschen weniger. Merkt man auch schon beim Kompressionschecken, dass er ungefähr ein Bar weniger hat. Ein Bar? Meine er hatte, also ist ein anderer Kompressionsprüfer, also es war schon, ja, gut, dann war schon ein bisschen weniger, ne? Aber vom optischen her würde ich sagen, dass es so 3-4 Zehntel weniger haben müsste von der Kompression her. Das, was man da so aus dem Brennraum rausfräst. Ne? Wir werden sehen. Und das heißt, wenn alles gut läuft, haben wir die Leistung, die ich jetzt die ganze Zeit gefahren bin, das waren ja so 330 PS, 2,2 Bar damals, wenn wir die jetzt bei weniger Druck haben. Wenn es nicht gut läuft, dann nicht. Vielleicht müssen wir später dann, ja. Mal gucken, wie die Strömung ist. Ob der gut gefräst ist. Aber meinst du, dass auch sogar sein kann, dass das Ansprechverhalten schlechter wird? Das kann sein, wenn Luftstrom nicht richtig da ist. Weil das wäre das, was mich massiv auf der Rennstrecke auf jeden Fall langsamer machen würde, wenn er so bei 4, 4,5 in Anführungsstrichen noch schwächer wird. Also wir haben den ja eh auf 400 Newtonmeter gesetzt, aber dass diese Spontanität, die muss natürlich bleiben. Ne? Ja. Ist jetzt ein Versuch, mal gucken, wie. Eigentlich wollten wir den Kopf hier auf den großen Block packen. Ja. Aber der Block hält so geil durch und es ist halt auch eben, man sagt immer mal eben schnell den Block umbauen, ist ja auch immer nicht so. Ja, wieder alles ausbauen. Wenn das so alles dran ist mit Getriebe, die ganzen Rohre und Leitungen und Kabel, das ist dann doch immer ein bisschen Action. Deswegen habe ich gesagt, erstmal hier den Kopf drauf und mal gucken. Aber laufen tut er ganz normal. Also ich glaube, einen anderen Schaden hat der Block nicht davon bekommen. Deswegen lass uns einfach mal gucken. Die Dose habe ich minimal mehr vorgespannt. Das ist jetzt ja eine... Die war ja undicht, da hat er hier rausgeblasen. Ist die gleiche Feder drin, mit ein bisschen mehr Vorspannung. Und halt hier zwischen ist dieses schöne Snubbelstück. Mit einer Kugel hier. Hier ist eine Kugel drin. Achso, dass ich wieder bewegen kann. Jetzt genau. Also ist eine Kugel drin und jetzt läuft die Feder immer gerade und das Ding läuft halt immer schräg. Ja. So. Ich bin gespannt, ob das funktioniert, ja. Das heißt, wie fängst du an? Einfach Dosendruck? Oder? Also wir machen das einfach mal eine Eingangsmessung, einfach mal durchziehen. Auf so, wie er da gerade drin steht schon. Werte halt, wenn er natürlich jetzt mager wird oder viel zu fett, dann einfach Gas weg. Dann müssen wir nach, aber ich denke mal, das wird jetzt erstmal halbwegs passen. Sympathisch, ne? Einfach direkt. Ja. Direkt drauf. er wird ein bisschen zu viel Druck machen auf jeden Fall. Das weiß ich. Ja, dann müssen wir gucken. Ja. Er wird ein bisschen zu viel. Ich nehme ein bisschen Zündung erstmal raus. Das machen wir auf alle Fälle. Ja, okay. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt gedacht, wir fangen bei Null an. Weil jetzt muss ich auch ganz fair sagen, das, was aktuell auf dem Steuergerät drauf ist, da habe ich schon ein paar Mal drauf umgetippelt. Hä? So, weil durch dieses jahrelange Undichtigkeit suchen, so, plus dann auch wieder genauso, selbst spritmäßig hier und da habe ich hier und da schon überall, jetzt nicht so gravierend, aber so in Nuancen habe ich da schon überall ein bisschen. Ja, dann mache ich einfach die alte Map von mir wieder rauf. So ein bisschen rumgetippelt. Und dann gucken wir, wie er damit lief. Da haben wir 1:1 quasi das, was wir letztes Mal auf dem Prüfstand hatten. Muss halt nur gucken, was jetzt gerade drin steht, weil ich könnte mir vorstellen, dass, wenn du den genau so fährst, wie es jetzt gerade drin ist, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich oben raus fast sogar 100% schon reingeschrieben habe. Na, da wollen wir eh hin, oder? Weil er ja zu wenig Druck immer gemacht hat. Lieber einmal zu viel, dann wissen wir, wo wir sind und dann machen wir lieber ein bisschen runter. Kannst ja, nee, mach einfach mal hier so bei 2 Bar. Ja, okay. Ich würde mal so eine Messung bei 2 Bar machen, das ist, glaube ich, erstmal zu warm werden. Ganz gut.
2 Bar. Okay. Enter. Let's go. So, Fatso, gehen wir mit 348,71 hin. So. Was war das jetzt? Zwei Bar. Genau, 2 Bar. Das ist schon deutlich stärker als vorher. Also ich bin der Meinung, wir haben es leider damals nicht abgespeichert, passend zum Druck. Ich hätte jetzt aber so gesagt, 2 Bar waren so 310 damals in dem Dreh, hätte ich gesagt. Dann müssen wir in den Logs quasi mal rein schon. Aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall 350 US mit 2 Bar ist schon... Das ist schon kernig. So, jetzt legen wir mal einmal alt gegen neu übereinander. Ja, also das Zittrige von der Linie gerade erstmal nicht beachten. So, rot ist neu, blau ist alt. Nicht beachten, dass das jetzt gerade noch ein bisschen Vellaform ist. Wir müssen gleich mal die Kerzen rausnehmen. Ich habe neue reingemacht, die haben wir nicht gedrückt. Aber es ist krass gleich. Also außer beim Reintreten, ne? Mhm. Da ist es so ein bisschen... Würde ich sagen, Füllung. Schlechter, ne? Mhm. Also ganz unten der Bereich, wo ihr die rote Kurve drunter liegen seht, das sind so 10, 20 PS, ne? Sehe ich mal tippen? Wir haben die 6 PS auf 15 Minuten da. Also, gut, ist jetzt also den Bereich fahre ich eh nicht. Mhm. Den Bereich fahre ich eh nicht, aber das wird wahrscheinlich auch die geringe Verdichtung sein, ne? Tippe ich mal drauf. Ich habe mal eher Strömung durch den Kopf. So, aber was wir definitiv nicht feststellen können, ist bisher, dass er besser spult. Das können wir definitiv nicht sagen. Nee, gar nicht. Nee, also Ansprechverhalten ladermäßig ist identisch. Heißt jetzt nicht, dass nachher oben raus auf einmal noch richtig Leistung kommt, weil wir noch richtig Leistung kommt. Wir sind ja schon bei 348. Da ist auch Leistung gekommen. Wir können jetzt leider nicht 2 Kurven mit 2 Bar übereinander legen, aber Fakt ist, 2 Bar 348 ist auf jeden Fall schon mal saftig. Aber Ansprechverhalten haben wir definitiv nicht gewonnen. Ja, ich glaube, das würde eher gehen, wenn du die Kanäle kleiner machst. Mhm. So war das früher jetzt, dass wenn du untenrum mehr Ansprechverhalten haben wolltest, Kanäle kleiner machen. Siehe die 18Ts mit den kleinen Kanälen, die es ja gibt, oder ein S4, genau. V6, auch kleine Kanäle. Genau. Oder halt 2 Liter TFSI und so weiter, die machen einfach den Kanal zu. Ja. Also in dem Fall muss man ja sagen, unter 4, 4,5 fahre ich eigentlich nie auf der Rennstrecke. Das heißt, da sind wir voll im Saftbereich drin. Wir konnten auch mit deutlich weniger Ladedruck jetzt die Leistung schon mal steigern, was natürlich für den Motor entspannt ist. Aber so, ich vermute mal, wir sind noch nicht fertig, ne? Nee. Ich drehe mal die Kerzen raus, wir warten auf unsere Pizza und dann geht's weiter. Genau. Wir haben jetzt die Kerzen einmal gedrückt. Die alten Kerzen waren zwar nicht gedrückt, aber wir wollen jetzt trotzdem mal. Vielleicht ist bei dem Kopf jetzt einfach so viel mehr Flow da, dass die Kerze schon so minimal einfach ausgepustet wird. Deswegen haben wir die jetzt mal auf 0,5 gedrückt und machen mal einfach gar nichts. Also wir lassen es genauso wie es ist und machen einfach nur eine Messung. Aber noch 2 Bar, nur ein bisschen mehr Zündung. Mhm. Also saftig viel mehr Zündung. Ja, 370, 400 Newtonmeter. Ne? 2 Bar schon mal eine Ansage. Also wir sind immer noch bei 2 Bar, aber jetzt durch Zündung 369 PS. Eigentlich sogar 370 PS. Hat das Kerzenrücken was gebracht, was die Glättung angeht? Ich würde sagen, nee. Okay. Also wäre jetzt auch ein Wunder, also wäre ein Wunder gewesen, wenn es jetzt was gebracht hätte bei der Leistung. Vor allem mit den starken Spulen. Aber jetzt sind wir wenigstens sicher, dass es daran nicht lag. Das heißt, was denkst du, wodurch diese ganz leichte Zitterlinie noch da ist? Dadurch, dass wir... Also ich sehe es so ganz leicht, dass der Buscontroller so ganz leicht 0,3, 0,4, 0,2 so runter geht.
Und wenn schon so wenig Antaktung, also wir sind nicht genau 2 Bar, sondern sind jetzt 1,94, 2,03, das ist, macht diese Welle aus. Ah, okay. Also wir sind da noch ziemlich gut in der Effizienz vom Lader drin. Mhm. Das heißt, ein ganz bisschen mehr Taktung sind gleich 10 PS mehr, 20 PS mehr und genau. Deswegen. Und kann man das von der Theorie her noch feiner rausfahren oder ist das so? Ich könnte jetzt festmachen, dass er nicht regelt und dann wäre da einfach ein Strich zwischen. Mhm. Ist jetzt aber, wenn wetterbedingt jetzt natürlich draußen irgendwie mal ein bisschen kühler oder ein bisschen wärmer ist, dann hast du halt das Problem, dass er dann wahrscheinlich auch zu wenig Ladung bekommt. Und über wie viel Mehrzündung reden wir? Fast 8,5 Grad. Boah. Ist schon ordentlich. Okay, also kann man zusammenfassend sagen, dass der große Kopf durch Kanal, Brennraum, Verdichtung, wie auch immer, auf jeden Fall deutlich, deutlich mehr Zündung verträgt. Ja. Und wir haben aber eine Klopfregung, also eine Klopfregung im Sinne von einer Klopferkennung. Das heißt, du siehst auch, wie der Motor sich anhört. Genau. Und das passt. Du passt. Also du passt auch zum Prüfstand. Ja. Auf dem Prüfstand brauchst du, also auf dem Prüfstand fährst du den Klopfsensor eigentlich raus. Mhm. Du guckst ja mal nach, wie viel Zündung geht, ob da noch Leistung kommt oder nicht. Und wenn wir jetzt nochmal 3-4 Grad draufpacken und keine Leistung mehr kommt, dann müsste eigentlich der Sensor langsam sagen. Ja, hier bin ich. Okay. Ja, das heißt, jetzt mal gucken, was so bei 2,5 geht oder so, ne? Würde ich mal vorstellen. 3? Ja, erstmal so ein Zwischenstep. Müssen die ja. Weil wichtig ist für mich auf jeden Fall, das müssen wir gleich auch noch einmal machen, dass wir so auch 1 Bar, 1,4, 1,7 und so. Ja, wir machen erstmal einen Low Boost jetzt fertig, dass die Map fertig ist und dann. Genau, weil dass ich dann quasi wirklich am Ende einfach nur noch sagen kann, ich will jetzt im zweiten Gang 1,2 Bar, im dritten Gang 1,6 fahren. Ja. Und er fährt das dann auch schön sauber, ne? Genau. Was für ein Abgastemperatur ist jetzt gerade ungefähr? 820. Eigentlich auch ein Witz, ne? Ja. Und Lambda? 0,80. Auch safe. Okay, okay. Hm. Dann machen wir Logos mal. Ja, ne? Feuer. Also Chris ist jetzt einmal die Gänge durchgefahren, beziehungsweise nicht die Gänge, sondern die verschiedenen Taktungen. Wie weit geht Ladedruck, wenn ich will, runter? Wirklich machbar. Ja, aber das waren trotzdem noch 200 PS, ne? 210 sogar. Krass, weil das ist nämlich wirklich das Krasse. Also 0,8 ist schon mal gut, dass ich im zweiten Gang den Druck so weit runterkriege. 1,4 Bar waren schon 300 PS? Ja, so ein Dreh. Und jetzt kommt's, wir haben tatsächlich bei 2,4 Bar schon fast unsere alte Leistung. Geknackt 407 PS. Letztes Mal hatten wir 409 bei 2,8, 2,9 Bar. Mhm. Das heißt, gleiche Leistung, einen halben Bar weniger. Schon viel. Mhm. Schon ein großer Unterschied. So, aber wir wollen natürlich nicht aufhören, sondern einen, also kaputt machen wollen wir nicht, aber so ein kleines Quäntchen für den Erfolg, das ist auch ein bisschen mehr geworden. Also ich glaube, wenn man es wirklich übertreiben würde, könnte man da eine 500 rausquetschen. Aber das ist sehr viel Druck, ja, aber mit den kleinen Kopfbolzen da lieber. Ja, das ist, ich habe ehrlich gesagt auch keinen Bock, in der nächsten Woche wieder zu schrauben. deswegen, ich sag jetzt mal, das war eine 2,4 Bar, so eine 2,6, 2,7. Die kann man schon auf dem Prüfstand hier einmal stehen lassen und dann hören wir auf jeden Fall auf. Aber gefühlt ist auch wieder so, je mehr Leistung man drauf gibt, je schöner wird die Kurve. Meistens so, ja. Die wollen einfach. Der will. Okay, let's go. Ja. Thank you.
Schreckmoment. Eine Riesenwolke. Tim ist leicht geduscht. In kürzester Zeit ganze Wasser raus. Und ich befürchte, dass es wieder den Froststopfen gedrückt hat. Deswegen. Wir haben zum Glück habe ich immer das Endoskop dabei. Mittlerweile. Weil das so flexibel von HZ hier einsetzbar ist. Das war da ganz easy. Jetzt gleich mal reingucken. Und da hier nämlich auch keine Zahlung mehr abdeckung drauf ist, in weiser Voraussicht. Was ja immerhin schon mal gut ist, dass bei so einer Nummer kann ja auch mal schnell immer dieser Deckel auch mal einen Zahnriemen ranfliegen. Mhm. So, da ich hier aber schon das Wasser stehen sehe, kann ich ziemlich sicher davon ausgehen, dass es der Froststopfen hier ist. Das ist der Deckel. Ah, das ist Temperatur und Schwingung. Ne? Mhm. Ja. Ich versehentlich und wieder raus die Decke. Ja, das habe ich gerade eben schon gesagt, dass das echt gefährlich gemacht. Ja. Oh, Junge, Alter. Und da sieht man auch. Er hat Gott sei Dank nicht rausgefahren. Nee, rausfallen kann er nicht. Hm? Weil er weit im Weg ist. Da? Ja, Gott sei Dank. Der Motorhalter, Lima-Halter. Scheiße. Hm. Und deswegen drückt er sich in der Arme raus. Also, was jetzt komisch ist, ist, also 1,4 Bar ist jetzt nicht viel. Finde ich zumindest. Ne? Das ist Schwingung. Da hatten wir früher mal viel, viel mehr. Nicht, dass doch er es jetzt nicht mehr schafft, irgendwie das Volumen durchzuschieben. Weil das ist ja wirklich. Temperatur ist alles gut. Ich denke mal, das ist einfach nur wegen Schwingungen. Vom Werk aus werden die wahrscheinlich die anders einpressen. Weil das ist ja jetzt ja wirklich erst, seitdem ich den Wärmetauscher rausgenommen habe. Nicht, dass hier. Diesmal habe ich ja hier eine. Das war mein letztes Mal. Achso, na, nicht das. Weißt du, jetzt habe ich ja nur diesen 180-Grad-Schlauch hingemacht. Bravo. Weißt du, dieses Mal habe ich ja eine. Ja, nicht, dass der doch, dass das Wasser nicht da durchgeht. Der Rückfühler ist da oben. Also nicht, dass das Wasser tatsächlich diesen 180 Grad Knick nicht so schnell fließen kann. Aber. Weißt du, wie man? Weil der muss ja Druck hochgehen. Der Fühler ist ja da. Oder ist das die andere Kammer? Dass da, wo der Druckfühler ist, nicht, dass der Druck ist wie unten im Block. Ist das so unten im Block, keine Ahnung, 3 Bar? Nee, also der Druckfühler ist vor dem Thermostat. So ein Stopfen darf auch nicht bei 3 Bar fliegen. Er ist großer Stopfen, ne? Der hat 50 mm. Ja, die ganzen anderen Autos, die haben auch so ein bisschen länger. Mindestens, sagen wir 40, also 38, 42, 40. Ja, also ich habe ihn diesmal richtig mit Welle Narbe fügen, also richtig eingeklebt und auch richtig reingeprügelt. Vor allem er ist auch genau da, wo die Wasserpumpe ist. Deswegen glaube ich nicht, dass das irgendeine Thematik hier so mit Kopfdichtung oder irgendwas ist, sondern einfach, dass die Pumpe da so ein Volumen schiebt, dass es da einfach nicht weg kann. Und es ist halt auffällig, dass es seitdem ich jetzt den Wärmetauscher weggemacht habe. Ein paar Mal geht's auf der Strecke bis zur Obersee gefahren. Nee, ein einziges Mal. Nee, da war das Problem, dass ich einen Stopfen drauf gemacht habe. Da hat er alles gegen den Stopfen gedrückt und Thermostat zu. Jetzt ist das offen und er schiebt es da durch. Kannst du mal einmal gucken, was wir kühlen mit den Temperaturen. Nicht, dass wir unter 80 Grad hatten und jetzt eben gerade das Thermostat wieder zu war. Dann kann er zwar alles durch diesen kleinen Schlauch schieben, ja, das kann sein, ja. Aber nicht, dass das nicht reicht. Nicht, dass 7000 Umdrehungen und der kleine Schlauch einfach nicht reicht, um das ganze Wasser zu füllen. Okay, mal einmal rechnen. Also Wassertemperatur waren 85 Grad, da ist das Thermostat auf jeden Fall auf. Ja, gibt Schlimmeres, ne? Wir würden vielleicht einen normalen Schraubelöcher drin machen. Ein Deckel, der den festhält, den Deckel. Ich hab schon gesagt, ich werbe einen Block vor und schmeiß das Scheißding einfach zu. Ja, da kommst du halt nicht ran. Ja. Zum Schweißen? Jo. Also das geht ohne Probleme. Ich glaube auch, dass der von Lauf zu Lauf rauswandert. Also der macht nicht so komplett Pumpen raus, sondern wirklich immer noch ein Zehntel, noch ein Zehntel, noch ein Zehntel. Heiße Stopfen sind halt eh Müll. Das ist bei meinem ja auch gehabt. Wo die Zielstopfen aus dem Kopf rausgeballert sind. Der Wasserdruck war da so nicht so viel, es war einfach eine Schwingung. Oder was auch immer es war. Man könnte daneben irgendwie eine Art Gewinde setzen. Ein kleiner Halter, der es festhält oder irgendwie sowas. Ne? Ja, okay. Wie weit sind wir aber abstimmungsmäßig? Das ist fertig alles. Das passt. Also wir hatten jetzt eben gerade. Die Lambda-Korrektur ist jetzt bei minus 10. Dahinter ein wenig eingefettet. Lambda passt. Die steht jetzt wie eine 1. Und Boost-Target ist auch, passt jetzt perfekt. Also du sagst nur dem nur in der Tabelle, was du haben willst. Und der macht den. Ja, schade. Ich hätte gerne noch eine 450er Messung rausgezittert, aber das waren jetzt gerade 427, habe ich gesehen. Bei wie viel Umdrehung ist er ausgeflogen? Wo war das? 7000. Oder was hat der Prüfstand gerade angezeigt? Das ist gerade gar nicht. Gut. 427 war die erste Flamme. Achso, aber auch die Messung hat ja auch viel früher schon raus.
Und die, wo er da so einbricht und wieder hochgeht? Da braucht er mehr Taktung von einer Druckdose. Echt so viel? Dass er so 300-400? Ja, er sollte eigentlich. Nee, also ich meine jetzt nicht bei 6,5, sondern dahinter. Sehr ja, das ist die krasse Welle. Ja. Nee, da, dahinter noch das. Ja, das ist. Von was her? Ah. Na. Muss man positiv sehen. Kann immer mehr kaputt gehen. Ja, vor allem nicht auf der Strecke. Genau, wir haben nicht auf der Strecke das ganze Wasser verteilt. Ich muss mir jetzt auf jeden Fall so überlegen, wie ich diesen, nachdem jetzt der Turbolader endlich fest ist, muss mir jetzt überlegen, wie der Stopp fest ist. Muss mir auf jeden Fall nochmal die Sache mit dem, mit dieser Direktbrückung, was ich auch schon überlegt habe, ist, der Wärmetauscher im Innenraum hat ja einen gewissen Druckverlust. Das heißt, das ganze Wasser, was ich jetzt durch mein Kurzschließen da durchschiebe, schiebe ich ja direkt vor die Pumpe. Das heißt, ich habe jetzt mit Sicherheit vor der Pumpe auch schon relativ starken Überdruck. Das heißt, die Pumpe schafft es noch umso mehr zu fördern. Also das ist wie so eine Register in Reihe aufladen, so ungefähr. Ne? Weißt du, dass da zu viel, dass da schon zu viel... Auf alle Fälle ist das scheiße. Würde ich schon fast den Wärmetauscher wieder hinbauen. Nee. Nach vorne hängen. Als und dann machst du ein ordentliches Reservoir noch an. Nee, ich habe auch schon überlegt, ob ich tatsächlich einen Wärmetauscher wieder ranmache, aber nicht in den Innenraum, sondern als Zusatzwasserkühler. Sowas in der Richtung, irgendwo ja, links, rechts, wie auch immer halt. Ne? Und den komplett da lang, einfach da. Weil ich glaube, dass dieses, also für den Laien nochmal die Wasserpumpe fördert, schiebt es durch den Motor, entweder durch den Kühler oder ein Teil natürlich auch durch die offene Verbindung jetzt gerade, direkt wieder vor die Pumpe. Und wenn da natürlich jetzt richtig, richtig Saft durchgeht und die Pumpe saugt gar nicht mehr weg, sondern die Pumpe drückt schon in die Pumpe rein, dann macht das natürlich noch umso mehr Volumen und Druck. Ne? Klar, wir haben jetzt nur 1,4 da oben gemessen. Vielleicht ist es auch einfach Pech, dass der scheiß Stopfen da drin nicht hält. Ne? Kann halt auch sein. Will ich auch nicht ausschließen. Aber egal. Immerhin, Auto läuft schön. Warte mal, ich will nochmal einmal, den Leuten nochmal einmal zeigen, dass das mal läuft. Ja, schade. Schade. Aber muss man positiv sehen. Hätte auch einen Reifen platzen können. Was ist jetzt da drin? Wasser, ja. Wasser mit ein bisschen Mokul, also ein bisschen. Weil alles wieder trocken. Kann auch immer schlimmer sein. Muss man positiv sehen. Funktioniert. Wir haben zumindest den ganzen Ladedruck abgefahren. Auto fährt wieder, fuhr wieder. Der stoppt. Also eigentlich ist es 5 Minuten Arbeit. Das Problem ist, egal was wir machen, wir müssen es ja einkleben. Und jeder Kleber muss immer ein bisschen aushärten. Deswegen können wir das heute definitiv hier nicht mehr ins Stand setzen. Aber egal, wir gehen auf jeden Fall mit über 400 PS ins Rennen. Deutlich weniger Ladedruck. Das sollte das Auto eigentlich entspannen. Wird schon. Ich bin happy. Ja, vor allem Blockhead noch, ne? Ja, kann ich erwarten. Hätte auch eine Kopfsicherung kommen können oder. Deswegen, ich denke auch. Alles richtig gemacht. Ab nach Hannover. Uns was mit dem Stopfen überlegen und dann sehen wir uns auf dem Pizzaberg. Danke Chris, wie immer. War mir eine Ehre. Tschüss und bis zum nächsten Mal.